Mahlzeit Leute, Knochen wieder hier. Jetzt mache ich weiter mit Out of War, Red Tides oder Red Tides Out of War. Ich bin schon relativ weit gekommen. Ich bin jetzt Stufe, weiß nicht, 26 gerade geworden, 27. Oh, ich habe eine Nachricht. Ach, guck mal, hier gibt es wieder Kohle. Die ist nämlich wichtig. Bestätigen. Tut zu hier. Army Setup. Ich habe jetzt was rausgefunden. Man kann natürlich auch, weil man hat ja vorher Geld bekommen, man kann Einheiten kaufen. Wie man sieht, habe ich hier richtig brutale Einheiten mittlerweile. Ich habe mir noch ganz andere Typen. Man kann ja hier mehrere verschiedene Einheitentypen kaufen. Man bekommt nach und nach natürlich Blaupausen dafür und hat dann die Einheiten, ohne dass man sie kaufen muss. Man kann sie aber halt auch vorher sich besorgen. Muss halt nur dementsprechend darauf achten, dass man Geld hat. Und ich werde mal gucken, was gibt's denn hier? Spaceship, okay, das gibt's, das ist das Einzige, was es hier gibt. Hier gibt's auch nichts weiter. Hier, Multi-Role Tank. Attack both Ground and Air Units. Heavy Tank. Heavy Tank, das klingt natürlich auch geil. Das Blöde ist, das sind alles so teure Einheiten, dass man ja kaum vernünftig viele davon herstellt. Ich will so eine Sachen immer haben, aber man muss natürlich auch versuchen, taktisch zu denken. Vanguard, Gorilla. Was? The Mechanical Units. Tja, das ist es nämlich. Ich habe schon viele Einheiten, die so 1300, ich sag mal, Kristalle kosten. Und das ist einfach kaum noch zu stemmen. Was ist er denn hier für eine? Anti-Air Sentinel. Weak and Ground Attack, ja, da haben wir natürlich nichts von. Engineer gibt es auch nur hier. Commando, den hatte ich gehabt. Der Grenadier ist ziemlich cool, weil er schmeißt halt Granaten. Muss man selber natürlich aktivieren, dass er die Granaten schmeißt. Das gibt es auch nur hier. Hier ist die verbesserte Version des Pervisor. Oder Pervisor, oder wie auch immer man das ausspricht. Die Scouts benutzt eigentlich gar keiner, habe ich gesehen. Die sind dafür da, um so eine versteckten Einheiten wie zum Beispiel die hier, die Kommandos, aufzudecken. Oder auch die Mortos. Die Mortos sind das alles versteckte Einheiten. Und wenn die keiner aufdeckt, dann können die ungehindert weiter schießen, also weiter kämpfen. Und die werden nicht angegriffen, es sei denn von diesen festen Kanonen. Hier habe ich auch schon Sachen gehabt, Multiroam. Das ist also unsinnig für mich. Das sind alles Einheiten, die halten nichts aus. Und die nehme ich deshalb auch nicht gerne. Hier kann man übrigens auch Massenproduktion einstellen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, Zeiteinheiten oder hier je nachdem wie teuer sie sind, mehrere Einheiten auf einmal herzustellen. Benutze ich aber eigentlich auch nicht. Und die Stormtrooper, die benutze ich auch nicht. Diese Uppsala. Die ganzen leichten Einheiten sind für mich nutzlos. Wie die hier zum Beispiel. Die Granatwerfer hier. Also die Panzerfaust, die sehen aus hier wie eine Mischung aus deutscher Soldat und Ork. benutze ich auch nicht. Ist für mich alles unsinnig. So, tatsächlich will ich eigentlich schon gerne eine schwerere Einheit haben. Wie zum Beispiel so ein Gorilla. Der kann zwei Feinde auf einmal angreifen. Ist natürlich auch geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ein Vanguard, ich weiß nicht. Hat natürlich auch was für sich. Aber wahrscheinlich nehme ich immer so einen Gorilla. Ich werde mir mal diesen Gorilla jetzt hier erforschen. Unlock. Hier kann man sich die Dinger... Ah, hier sieht man es. Hier sieht man nur die kurzen Videos dazu. Wie sie dann angreifen. Ich glaube, ich will so ein Ding haben. Und habe mir jetzt geholt. Dafür nimmt man natürlich irgendwas raus, was man nicht braucht. Wenn man wird ja nie alle Einheiten hier benutzen. Man hat ja nur 6 Felder, wo man Einheiten einsetzen kann. Die habe ich früher genommen. Die sind... Ich habe gedacht, dass sie halt jetzt bin ich hier hängen geblieben, dass sie halt eigentlich die mechanischen Einheiten ein bisschen heilen. Sie greifen zwar auch an, aber eigentlich verschwinden sie, so wie alle anderen Einheiten weg sind, dann hauen die nämlich ab. Und das ist halt blöd. Ich glaube, ich nehme die Stormtrooper auch raus hier. Die brauche ich jetzt nicht. Und nehme dafür, wo war ich denn hier? Falsches Fenster. Nehmen wir für halt die Gorillas rein. Mehr will ich ja auch nicht haben.
Oft ist es so, das werde ich gleich noch erklären, dass wenn man anfängt, ach so, ja. Änderung speichern, alles gespeichert. Ich habe jetzt nichts auf Massenproduktion. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Runde, dann erkläre ich nochmal, dass Ranked habe ich auch schon gespielt, oder ich fange lieber gleich mit Ranked an, weil kann ja sein, dass da gleich keiner mehr spielt. Arena war interessant. So, ich habe schon einmal gespielt heute. Und hier sieht man belohnt, das ist mein ganzes Setup. Ich konnte mir nichts anderes auswählen. Also diese Einheiten musste ich nehmen. Arena ist folgendermaßen. Entweder verliert man dreimal, wir haben schon einmal verloren. Oder man gewinnt 10 Mal. Dann ist je nachdem diese Runde vorbei, bis sie zurückgesetzt wird. Am nächsten Tag, das stand ja gerade 4,5 Stunden. Hier sind Belohnungen. Das sind diese ja, Kästchen, wie auch immer man die nennt. Die werden aufgestellt, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich bin ja noch nicht so weit gewesen. Und man bekommt dann halt die jeweiligen Belohnungen. Ich habe hier leider blöde. Ich habe hier Einheiten, die würde ich gar nicht benutzen wollen. Aber sie wurden mir zugeteilt. Ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, aus verschiedenen Sachen zu wählen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Es kann jetzt ein bisschen dauern. Aber es war ziemlich interessant, weil ich wusste, also im Prinzip, das Spielprinzip ist ja das gleiche. Nur halt der Modus ist ein anderer. Und wir hatten verloren und deswegen kann man wohl irgendwann hier nicht weitermachen. Also wie gesagt, wenn man dreimal verliert, dann kann man bis zurückgesetzt wird nicht weitermachen. Was mir auch aufgefallen ist, dass es blöd ist, wenn man als Erster anfängt, weil man halt nicht so viel Zeit hat, vernünftige Einheiten ins Feld zu schicken. Also eigentlich ist er besser dran, der an dritter Stelle dran ist. Weil er mehr Zeit hat natürlich, um sich bessere Einheiten oder härtere Einheiten zu bauen. Und er ist auch derjenige, der ab Runde 45, glaube ich, ist das. In seinem Fall ja dann 47. Natürlich der Letzte auf dem Feld ist. Das heißt, es ist noch eine bessere Chance, dass man da überlebt. Mir ist aufgefallen, wenn ich als Erster dran bin, eine Runde setze ich erstmal aus. Da habe ich gar keine Einheiten auf dem Feld. In der zweiten Runde habe ich dann ja die erste Einheit. Und ja, dann natürlich ab Runde 45 bin ich ja der Erste, der sozusagen in der letzten Runde ist und ich kann nichts mehr anklicken. Ich kann keine weiteren Einheiten produzieren, weil dann ja sowieso danach Schluss wäre. Und ja, gewinnen tut halt der, der am Ende noch Einheiten auf dem Feld hat oder dessen Teammitglied noch Einheiten auf dem Feld hat. Und wir legen los. So. Ich kann mir hier meine Runen aussuchen. Was sich als gut bewährt hat, sind diese Anti-Tank-Gun. Das habe ich jetzt auch. Das ist eine Fähigkeit, die habe ich jetzt erlernt. Diese Belagerungsmaschinen. Was fast nie einer benutzt, weil die einfach unheimlich teuer sind, ist dieser Nuklearschlag hier. Die sind super, aber es benutzt sie keiner. Ich werde es mal trotzdem reinnehmen. Und da gibt es ja noch die gewerteten Matches. Das sind auch interessant, weil weil Spieler Sachen rausnehmen können. Also verbieten können, die nicht eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Fähigkeiten und dergleichen, werde ich dann noch erklären. Ich habe es jetzt auch so schon gemacht, dass ich öfter Einheiten verkauft habe, die ich allzu schwach empfand. So, mein Vorteil ist hier, ich fange erst als Dritter an. Weil ich als Dritter anfange, habe ich natürlich mehr Zeit, bessere Einheiten aufzustellen. Und die steht, also die zum Beispiel sind eher blöd. Weil die Reichweite, die machen viel Schaden, aber die Reichweite ist einfach zu gering. Hier, den Scout benutzt ja keiner. Das ist um die verdeckten Einheiten aufzudecken. Aber wie gesagt, das benutzt keiner. Ich glaube, ich fange so an, wie ich davor schon angefangen habe. Ich benutze den Pariser zuerst. Pariser, das klingt irgendwie komisch. It's our round and our soldiers are ready and waiting. Ja, ich sagte, ich benutze den zuerst, aber ich benutze ihn halt doch nicht zuerst. Weil einfach der Typ, der ist richtig krank. Ich habe mittlerweile hier 9 Technologiepunkte zur Verfügung. So, meine Truppen erscheinen gleich. Ich habe ja nur Unstoppable. den Our einen hier. soldiers have arrived at the battlefield. Prove your value to your ally. So, man sieht, er ist nicht sonderlich schnell. Und jetzt kann ich Granaten werfen. Das sieht ja echt cool aus, wenn er die wirft. Oh, machen relativ viel Schaden. Aber er wirft normalerweise nur eine Granate, so wie ich das gesehen habe.
Tja, jetzt wurde ich natürlich geschlagen. Normalerweise will man auch mal die schwersten Einheiten drin haben, das ist klar. So, wir sind schon Welle 5, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich am besten gar nichts mehr ausgeben. Und erstmal die Mine upgraden. Und zwar jetzt. Gut, das wird natürlich jetzt eine knappe Minute dauern. In der Zeit werde ich hier keine Dinge einnehmen hier, diese Kristalle. Ja, ich bin nicht sonderlich multitaskingfähig, deswegen stammel ich immer schon vor sich hin. So, noch ist er ganz gut da, wie man sieht. So, den habe ich zum Rückzug gezwungen. Das ist auch ganz feine Sache. Das sind hier auch so eine Heileinheiten, aber die kann ich ja theoretisch später selbst zerstören. Ja, ich bin gerade beschäftigt, weil ich die ganze Zeit gucke, wie lange dauert das noch. Und ich glaube, ich spiele ja und quatsche nebenbei ein bisschen, als wenn ich jetzt hier versuche, wirklich die ganze Zeit zu reden, ohne dass es Sinn ergibt. Dominating. Soul Essence Mine Upgrade completed. Okay, die Mine ist fertig. Für diese Spezialfähigkeiten gibt es eigentlich Hotkeys, aber die habe ich gerade nicht so parat. Hier ist eine Anti-Tanker, die kann ich hier aufstellen. Und solange sie nicht angegriffen wird von schweren Einheiten, schießt sie so, ich sag mal, im 10-Sekunden-Takt oder 5 Sekunden die ganzen Einheiten weg hier, die gegnerischen. So, jetzt mache ich mir so hier so ein... Das ist Marauder. Ne, das... Den kann ich zum Beispiel schon mal aufwerten. So, meine Truppen kommen gleich rein. Und Vanguard, genau, der war das. Den werde ich auch aufwerten. Noch ist die Kanone hier, wie man sieht. Noch hier ist mein Vanguard. Der hält auch relativ gut was aus. Der Vorteil ist, wenn diese verdeckten Einheiten, diese Cloaked Units, die können hier an diese Kanonen ran, ohne dass sie dann beschädigt werden. So, ich muss gucken, ich brauche noch bessere Einheiten hier. Commando werde ich auf jeden Fall nehmen. Das sind zum Beispiel so eine verdeckten Einheiten. So, meine Truppen kommen gleich rein. Wenn man mit denen ins Scharfschützenmodus geht, dann macht er ja, knapp doppelt so viel Schaden. Und das ist schon ziemlich geil. Er schießt dadurch aber langsamer, das heißt, oh fuck. Der ist auch schon weg. Ich hab die Einheiten alle schon verloren. So, der Sentinel, der ist natürlich dafür da, um Einheiten in der Luft zu entfernen. So, ich werde jetzt mal langsam hier. Hier, den werde ich aufwerten. Gut, noch bin ich nicht da. Jetzt muss ich natürlich ein paar mehr Einheiten hier reinkriegen. Wie man sieht, man hat hier unten nur 6 Slots, also mehr geht auch dann nicht. Man kann die Einheiten natürlich entfernen, indem man den Balken ins Minus zieht und bekommt das, was man ausgegeben hat an Kristallen, wieder. Oh, ich habe ja noch 2-3 Einheiten hier. Ah, ja. Diese, was aussieht wie Fische. Die habe ich auch. Die sind eigentlich auch ziemlich gut. Man sieht auch, die... Das ist hier mein Commander. Der wird gerade ignoriert, weil ihn keiner aufgedeckt hat. So, ich spare meine Kohle erstmal für eine Belagerungsmaschine. Was habe ich hier noch? Heavy Flamethrower. Mehr Schaden.
Muss ich mal kurz hier. Der macht eigentlich mehr Schaden. Aber ich weiß nicht, wie hoch die Reichweite ist. Und nun sieht das auch relativ teuer. Okay, jetzt nehme ich erstmal meine Belagerungsmaschine. Ich quatsche jetzt hier so viel, bin eigentlich relativ langsam gerade hier. Eigentlich auch nicht so prickelnd, aber. Sind meine Einheiten weg. Da ich 9 Punkte habe, kann ich alle natürlich ein bisschen besser aufwerten jetzt hier. Okay, in 2 Sekunden kommen meine Truppen rein, und zwar jetzt. Ja, ich muss zusehen, dass ich jetzt weiter hier produziere. Ich lass nicht. Okay. Scheiße. Jetzt muss ich natürlich meine Mine wieder aufwerten. Bedeutet, in der Zeit werden keine Kristalle produziert. Ich kann jetzt also nur was bekommen, wenn jetzt hier diese Kästen, die gestanden haben, wenn man die zerstört hätte oder so. Das sind hier nicht meine Einheiten. Hier, der Commando gehört noch zu mir. Das ist auch so eine heilende Einheit hier. Aber nur für mechanische. Okay, der hat Frenzy benutzt, dadurch werden kämpfen seine Einheiten schneller. In 4 Sekunden ist die Mine fertig. So, dann haben wir das auch erledigt. Ich bräuchte eigentlich mehr von dem Vanguard, aber ich komme schon wieder raus hier. Wie sieht das, geht relativ schnell. Manche haben auch sofort irgendwie so, also recht schnell so heftige Einheiten, dass man sich wundert, wie schaffen die das so? Wie schaffen die das so schnell, so eine brutalen Einheiten zusammenzukriegen? Die Belagerungsmaschine zerstören. Ja, das Ding muss hier natürlich eigentlich weg. Schafft doch gar keiner. So, über den Vanguard upgraden. Fehlt noch Geld, ich habe noch nicht genug Kohle. Oh shit. Das war so eine Atombombe, gerade so ein Missile Strike. Hier sieht man auch, wenn man ein paar Sekunden später, wenn man danach rüber geht, wird man noch verstrahlt, erhält also noch mehr Schaden. Oder noch etwas Schaden in der Nachwirkung. So.